Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren unserer Treffen Alte Geschichte im Dialog. Heute freue ich mich, Stefano Magnani, Professor für römische Geschichte an der Universität Udine, vorzustellen. Stefano ist Experte für Epigraphik und seine Forschung konzentriert sich oft auf die Rekonstruktion der Beziehung zwischen Menschen und Umwelt, die Organisation des Territoriums und die Kommunikationssysteme in der Antike. In letzter Zeit hat er mit der Semitistin und Epigraphikerin Daniela Piacentini am Thema der palmyrenischen Diaspora im Westen gearbeitet. Und heute ist er hier, um eine Einleitung zu diesem Thema vorzustellen und uns einige konkrete Beispiele für diesem Phänomen zu zeigen. Benvenuto Stefano. Vielen Dank, Antonietta. Danke dir für diese Einladung an diese alten Geschichte im Dialog treffen. Und ja, ich hoffe, dass meine deutsche Sprache genug ist so unverständbar ist für alle. Und eventuell ich frage dich mir einige Erklärungen deutsche lassen. Also, das heutige Thema ist die Diaspora der Bewohner der syrischen Stadt Palmyra, der Palmyrene. Im Allgemeinen erinnert der Begriff Diaspora jedoch nicht an die Palmyrene, sondern an die Bewegungen eines anderen Volkes, der Juden, die versuchten, ein neues Land zu finden, das sie aufnimmt. Warum kann man auch dann, Stefano, bei der Palmyrene von einer Diaspora sprechen? Ja, natürlich, der Begriff Diaspora, die kommt aus dem griechischen Wort Diaspora, wir können auf Deutsch Verbreitung, ja, vielleicht benutzen, ist ein Begriff, der schon in der Antike und auch bis heute verschiedene Phänomene zu beschreiben benutzt ist. Und wir kennen natürlich besser einige von diesen, aber auch in dem Fall der Palmyrenen können wir einige der verschiedenen Elemente, die typische für eine Diaspora sind, erkennen. Einige Charaktere, die sind zum Beispiel die linguistischen Aspekte und Elemente, die können die religiöse Elemente sein oder onomastische Elemente oder eine Kontinuität in der Verbindung zwischen die Gruppe, die Gemeinschaften, die als diasporischen definieren möchten oder können, charakterisieren. Und es gibt auch andere, natürlich andere Elemente, andere Charakteristiken, zum Beispiel weniger oder mehrere starkere Verbindungen mit Mutterland oder ein Prozess für selbst identifizieren mit einem besonderen Ursprung und Mutterland. Und was können wir jetzt ganz kurz sehen, sind einige von diesen Elementen, die haben die palmyrenische Gemeinschaften in der maronischen Welt charakterisiert. Und diese verschiedenen Charakteristiken, diasporische Charakteristiken,
Ein Beispiel, zum Beispiel in der Kontinuität im Gebrauch der Muttersprache kommt in diesem Fall durch diese Inschrift aus Rom, in der wir haben einen Doppeltext in Lateinisch, eine normale Grabinschrift auf Lateinisch und zwei endliche Linie auf Palmyrenisch. Und diese Benutzung, Doppelsprache Benutzung ist ganz typisch und ein gutes Beispiel der Kontinuität auch in Ausland in der Benutzung einer Muttersprache, mündliche natürlich und auch schriftliche. Ein anderes Element, sehr wichtig in der Definition, die wir können von Diaspora geben, ist die Kontinuität in der Götterverehrung. Und hier wir haben ein anderes schönes Beispiel aus Dakien. Und wir finden eine normale lateinische Inschrift, in Apparenz, aber in der Tat sind als Dei Patri einige Gottheiten, die sind typische Gottheiten von Palmyra selbst. Und der Mandarat, diese Inschrift, die war eine Inschrift Teil eines Tempel, eine alte Tempel, zu diese Gottheiten, palmyrenische Gottheiten gewidmet, durch seinen Namen identifiziert als Palmyrener. Dann wir können sagen, dass in diese besondere Ort, wir sind in Salmisegetusa, in Dakien, wir kommen zurück über diese besondere Gemeinschaft in Dakien. Wir haben zu tun mit einer Zentralität der religiösen Aspekte aus Mutterland für die Gemeinschaft in der Diaspora. Und ja, natürlich, das hat auch zu tun mit einer Kontinuität in der Benutzung der Onomastik, eine andere Element, die wichtig innerhalb dieser Definition für ein diasporisches Phänomen ist. Wie auch in der früheren Beispiel haben wir nicht nur die Sprache, sondern auch der Name dieser Mann, Abibis, und er definiert auch sich selbst als Palmyrenus. Ein anderer Aspekt, wie gesagt, ist diese stabile Beziehung zum Mutterland. Und wir haben nicht viele, aber einige Prüfungen dieser Stabilität und der Beziehung. Zum Beispiel diese Fragmente, das kommt aus Palmyra selbst, in dem ein Offizier, ein Präfektus, eine palmyrenische Einheit innerhalb der römischen Armee, war von seinen Soldaten in Dakien gewidmet. Das heißt, die Soldaten, die in Dakien waren, unten diese Offizier, haben einen Kontakt, haben eine Verbindung mit seinem Mutterland, und wir können auch denken, dass in diesem Fall dieser Titus Aelius ist zurück zum Palmyra gekommen, und die Soldaten vielleicht sind in Dakien geblieben, aber die Verbindung immer stärker für diese Soldaten war.
Und andere Elemente können wir, wie schon gesagt, in der Identifizierung als Teil einer Gruppe, die aus einem spezifischen Ort kommt. Und diese Gruppenidentität ist besonders wichtig, weil wir können sagen, durch die Erkennung dieser Identität die Menschen, die im Ausland sind, können die Schwierigkeiten der Entfernung ein bisschen verbessern, um zu sagen. Die können das zu tun mit Emotionen, mit Sensibilität. Die können die Menschen helfen, um besser im Ausland leben, weil innerhalb dieser Gruppe diese Menschen etwas familiär gefunden haben. Und ja, wir haben hier eine andere Inschrift aus Afrika, wo eine andere Gemeinschaft, eine palmyrenische Gemeinschaft war in Numidien. Und was haben wir zu tun? Eine Inschrift auf Lateinisch, keine andere zweite Sprache, keine palmyrenische Buchstaben, aber eine spezifische Identifikation für einen Ursprung Agrippa, Sohn von Themis, ein typischer palmyrenischer Name, wie auch Agrippa ganz typisch in Palmyra ist, sagt explizit, dass er kommt aus Palmyra. Und er sagt auch, er ist Teil einer palmyrenische Einheit, diese Sagittari Palmireni. Das bedeutet, es gibt eine Doppelverstärkung dieser Identität. Die Ursprung aus Palmyra, die sogenannte Origo aus Palmyra, und die Teilnehmen zu einer anderen Gruppe. Und das ist auch für uns ein bisschen problematisch, wenn die Palmyrener innerhalb der römischen Armee waren, sie waren Teil einer besonderen Gemeinschaft. Die römische Armee war eine Gemeinschaft. In diesem Fall aber der Name der Einheit, die Qualität der Einheit, definiert eine stärkere Identifizierung mit diesem palmyrenischen Ursprung, finde ich. Und dann sind auch andere Elemente, die wir kennen weniger, die um zu sagen, alltägliche Elemente der Leben dieser verschiedenen Menschen in verschiedenen Orten in der römischen Welt. Und wir haben hier ein interessantes Beispiel aus Ägypten auf die Straßenwege zwischen Nil und Rotem Meer, wo waren einige Kastellen oder einige kleine Orte mit Soldaten, um die verschiedenen Aktivitäten zu protegieren. Und man hat zwischen verschiedenen anderen Dokumenten auch Fragmenten dieser Kleidungen, die vielleicht von palmyrenischen Bogenschützen benutzt waren. Und wir finden einige Beispiele und diese besonderen Symbolen auch in Palmyra selbst, in dem ikonografischen Denkmäler. Aber auch in diesem Fall ist ganz schwer zu verstehen, ob diese Elemente sicher Symbolen einen besonderen Ursprung innerhalb einer anderen Gemeinschaft, das heißt
die römische Armee als Gemeinschaft, wo auch diese Symbolen waren, ganz typisch waren. Die palmyrenische Diaspora hat wirklich stattgefunden. Und du hast es uns jetzt mit diesen Inschriften gezeigt. Palmyrenen sind also auf der Wanderung, aber wie kommt das? Warum? Und welche Reiseziele haben Sie? Wo finden wir die Palmyrene im Ausland? Ja, wir haben ja ganz schnell eine erste Mappe gesehen mit verschiedenen roten Punkten, die zu tun haben mit diesen verschiedenen möglichen Gemeinschaften, möglichen Kommunitäten der palmyrenischen Diaspora. Ja, es gibt sicher verschiedene Gründe für diese Phänomene, wie für andere diasporische Phänomene. Aber in diesem Fall können wir durch unsere Dokumentation überhaupt zwei besondere Gründe. Und eine ist eine wirtschaftliche Grund, der zu tun mit Handel und kommerziellen Aktivitäten überhaupt im Osten hat. Wir wissen durch unsere Dokumentation, dass die Palmyrenen seit 1. Jahrhundert nach Christus, vielleicht auch früher, sehr stark engagiert waren entlang die Wege durch Mesopotamien und auch andere Wege, wie zum Beispiel durch dieses Denkmal wir erkennen können, das heißt Seewege, in dem ähnliche Aktivität zwischen Ferne Osten, Indien und Mittelmeer. Sie waren sehr stark beschäftigt als Händler, aber nicht nur als Händler. Sie waren beschäftigt als, auch als Schützer dieser Handlung, Aktivität, Schützer der Karawanen und Schützer auch der Schiffe, die zwischen Indien und Mesopotamien das Handlungsaktivität ermöglicht haben. Diese ist sicher unsere erste Gründe für dieses Phänomen. Das andere, zweite Gründe, wir haben schon etwas gesehen, sind die militärischen Gründe. Die Partizipation der Palmyrene zu Einheiten in der römischen Armee, die Auxilia, die Auxiliäre, die Einheiten in der römischen Armee und nicht nur das. Wir haben verschiedene Inschriften, die lassen uns wissen, diese militärische Präsenz in Afrika, in Britannien, in Dakien, in Mesien, in Ägypten, in Arabien und auch in Mesopotamien. Aber wir haben auch vielleicht eine andere militärische Präsenz, die einheimische Einheiten, die palmyrenische Einheiten, die nicht direkt unten die Römer und innerhalb die römische Armee engagiert waren, sondern als Einheiten, die unten palmyrenische Kontrolle in Mesopotamien überhaupt eine Funktion als Schutz. Eine Funktion, um diese Karawanen zu protegieren, gehabt haben. Auch in diesem Fall haben wir Inschriften aus Palmyra und
andere Denkmäler, die lassen uns wissen diese Aktivität. Und für die palmyrenische Einheiten, vielleicht in der römischen Armee, vielleicht Dakien ist die Region, die uns mehrere Dokumenten gelassen hat. Und einige von diesen kommen, wie gesagt, aus Palmyra, andere von diesen verschiedenen Regionen. In jedem Fall, was wir wissen durch diese Dokumente, zum Beispiel diese Inschrift aus Palmyra, in dem die Schiffverbindungen zwischen Indien und Mesopotamien genannt sind. Wir wissen, dass es gibt eine Organisation, es gibt Gruppe, die sollen weit von Palmyra bleiben und eine spezifische Arbeit machen. Kaufler oder Soldaten oder Bogenschützer oder andere müssen sicher für lange Zeit, vielleicht Monate, vielleicht Jahre, weit von Palmyra bleiben. Und in die verschiedenen Orte, in denen diese Palmyrenen für mehr oder längere Zeit, mehr oder weniger Zeit geblieben sind, haben natürlich etwas gemacht. Sie haben ein Viertel innerhalb anderer Städte, wie in diesem Fall Vologesias, eine der wichtigsten anderen Städte in Mesopotamien, gebaut. Und in diesem Viertel, wo eine stabile Präsenz, müssen wir denken, war, in diese Städte haben vielleicht Tempel oder kleine Gebäude für seine Gottheiten gegründet, gebaut, und sicher auch andere Gebäude, um sich zu treffen. Und auch in diesem Fall haben wir eine andere Inschrift aus Palmyra, in dem einige von diesen Realitäten, diese Gebäude impliziert sind. Dasselbe auch in Dakien. Wir haben schon früher über einen Tempel in Salmisegetusa gesprochen, und auch in diesem Fall können wir in Dakien andere Beispiele darüber finden. In diesem Fall dasselbe Mann vielleicht, Publius Aelius Thames, definiert sich selbst als Veteranus, der hat in Alba eine besondere auxiliarische Truppe, nicht palmyrenische, aber seine militärische Aktivität gemacht und war stark engagiert in der Leben innerhalb der römischen Provinz als Duumvir in der Colonia von Salmisegetusa. Und auch in diesem Fall finden wir Namen, die lassen uns wissen, eine Kontinuität in der eine onomastische Kontinuierung zwischen dieser Publius Aelius und seine Heimat oder seine Ursprung. Die Söhne haben palmyrenische Namen, das heißt, es gibt eine familiäre Tradition, eine Kontinuität in Alba di Familie. Dann sind in diesem Fall Soldaten, die haben nicht direkt in eine palmyrenische Einheit, eine militärische Dienst gemacht. Andere sind vielleicht in
andere römische Einheiten als Chef, als Präfekti von dieser Einheit. Und das ist auch interessant, weil wir können in diesem Fall zum Beispiel einige verschiedene Gruppe innerhalb dieser Diaspora sehen. Wie du erklärt hast, nicht alle Palmyrener an der Diaspora teilgenommen haben. Es scheint, dass nur bestimmte Bevölkerungsgruppe Teil dieser Diaspora waren, oder? Ja, wir können nicht das sozusagen ganz klar verstehen, weil es gibt nicht genug Informationen darüber, um eine besondere Mann oder Familie oder eventuell eine Frau, die aus Palmyra kommt, in eine besondere als Teil eine besondere Sozialniveau zum Beispiel zu definieren. Normalerweise sind nicht viele Elemente. Aber in diesem Fall zum Beispiel, wir haben zu tun mit einem Diplom, in dem ein Mann, Marcus Aquilius Alexander, hat seine Domo oder Origo gezeichnet. Das ist ein offizielles Dokument, in dem diese Origo gezeichnet ist, Palmyra. Und ja, dieser Mann ist nicht ein normales Individuum, sondern ein Equus, das heißt, er war ein römischer Ritter und er sollte Teil von einem sozialen hohen Niveau sein, dieses elitärische Niveau, und er hat eine Rolle als Präfektus für diese spezifische eine von diese spezifische Einheiten gemacht, und das heißt, er ist in diesem Fall in der Nähe von Dakien in Mesien für einige Monate oder Jahre geblieben, aber wir sind nicht sicher über eine über seine Teilnehmung zu einem diasporischen Phänomen. Er war vielleicht nur für einige Jahre in Mesien und dann ist er zurück ganz schnell in Palmyra. Und das frühere Beispiel, die wir gesehen haben mit Publius Aelius in Palmyra als Präfektus einer palmyrenischen Einheit in Dakien, zeigt uns, dass vielleicht in diesem zweiten Beispiel auch diese offiziellen, diese Reiter haben eine Rolle in der Diaspora gehabt. Aber das sollte nicht so stark sein. Normalerweise in diese militärische Diaspora, um zu sagen, waren überhaupt Leute, die von niedrigem sozialen Niveau aus Palmyra oder aus dem Territorium von Palmyra, aus dem Land von Palmyra kommen, und die hatten mehr Interesse überhaupt, das Bürgerrecht zu bekommen nach seinem Dienst. Und auch mehr Interesse, um in der Provinz, in diese andere Orte, ferne Länder bleiben.
stabil bleiben, auch nach seine Dienst in der römischen Armee. Dann in diesem Fall können wir denken, aber die Elemente sind nicht viele, können wir denken, dass nicht alle die Palmyrenen natürlich oder nicht alle die soziale Gruppe, die wir in Palmyra erkennen können, haben an der Diaspora, an dem Phänomen der Diaspora teilgenommen. Überhaupt sollen in dem militärischen Gebiet, muss ich sagen, Leute, die oder Gruppe, die auf einem niedrigen sozialen Niveau teilgenommen haben. Und ich denke von einigen onomastischen Elementen, Leute, die nicht von Palmyra selbst, sondern von dem Land von Palmyra gekommen sind. Ich bin nicht sicher, dass können wir dasselbe sagen für die Leute, die haben zu tun mit einer Handels-Diaspora-Kommunität, Handels-Diaspora. Das heißt, im Osten vielleicht die verschiedene Gruppe, wir können in diesem Fall eine der Stämme von Palmyra, die Bene Gaddibol, sehen, in diesem Fall vielleicht auch höhere soziale Niveau haben eine große Rolle in der Diaspora gespielt. Vielleicht, aber die Elemente wirklich sehr wenige, um etwas besser zu definieren, für was ich kenne, sind. Jede wandernde Bevölkerung trägt ihre eigene Kultur, Sitten oder Religion mit sich. Das haben die Palmyrener natürlich auch getan. Was hilft aber Wissenschaftlern in der Regel zu verstehen, an welchen bestimmten Orten sich Soldaten, Händler oder generell Menschen aus Palmyra aufgehalten haben? Ja, natürlich. Es gibt auch andere Gründe, die, wie gesagt, wir kennen nicht so gut. Und andere natürlich andere Gruppen, die können an diesem Diaspora-Phänomen teilgenommen haben. Ein Beispiel darüber kommt von einer Inschrift aus Tomi in der Provinz Mesia Inferior am Schwarzen Meer. Wo man hat eine palmyrenische Inschrift gefunden. Ist besonders interessant, das, weil es gibt keine lateinische Text, keine griechische Text, wie in Rom, wie in Numidien oder in Dakien, sondern nur ein palmyrenischer Text mit einer Liste von Namen, eine Familie. Und wir wissen nicht, welche Grund hat diese Familie oder einige Personen von dieser Familie in Tomi geführt. Aber die Benutzung der palmyrenischen Sprache lasse uns wissen, dass in Tomi sollte eine kleine Gemeinschaft sein, kleine, größere, wir wissen nicht mehr, eine palmyrenische Gemeinschaft, die könnte palmyrenisch lesen, palmyrenisch schreiben, weil ohne diese Präsenz, ohne diese örtliche Gemeinschaft, ein palmyrenischer Text hat keine Gründe, konnte man nicht auf palmyrenisch schreiben oder in eine
in ein Sepulcrum, eine Grabinschrift nur auf Palmyrenisch lassen. Aber da sagt uns, wie viele andere Denkmäler und Texte lassen uns nicht wissen, die Gründe für diese Mobilität, die Gründe für diese Bewegung und auch das Niveau, diese verschiedene, das soziale Niveau dieser verschiedenen Menschen wissen. Und wie auch jede wandelnde Bevölkerung ihre eigene Kultur, Sitten und Religion mit sich trägt, sehen wir das auch für die Palmyrene, oder? Aber was hilft Wissenschaftlerinnen in der Regel zu verstehen, an welche bestimmten Orten sich Soldaten, Händler oder generell Menschen aus Palmyra aufgehalten haben? Ja, ja, natürlich, wir haben, wie gesagt, eine besondere Dokumentation. Wir haben viele Denkmäler oder Inschriften gesehen, sind auch Papiere aus Ägypten oder aus Dura Europos und auch Fresko aus Dura Europos, die uns wissen lassen, die uns diese Phänomen kennen lassen. Und ja, zwischen diesen verschiedenen Elementen und diesen verschiedenen Dokumenten sind einige für mich besonders wichtige, um besser die Diaspora, einige Aspekte der Diaspora, der palmyrenischen Diaspora, zu verstehen. Eine ist zum Beispiel diese Diploma, die unsere erste Spur der Präsenz, der palmyrenischen Präsenz in Dakien ist. Und ja, ist nicht nur, ist kein normal Diplom, ist ein Diplom, in dem der Kaiser sollte das Bürgerrecht für die palmyrenische Bogenschützen erkennen. Dann nur ein Zertifikat für einen neuen Status von diesen Menschen, die in eine Einheit, auxiliäre Einheit, als Bogenschützer seine Dienst gemacht haben. Und dann in diesem Fall ein Barik, Sohn von Males aus Palmyra, sollte ein römischer Bürger werden und in diesem anderen Fall ein Pereus, Sohn von Athenatan, sollte auch ein Bürger, ein römischer Bürger werden und sollen beide in diesem Fall einen neuen Namen bekommen, das heißt der Name der Kaiser, des Kaisers, das heißt Publius Aelius Males, das wir finden in verschiedenen Dokumenten. Und ja, warum ist wichtig, dass nach diesem Wechsel, nach diesem neuen Status, diese Palmyrener sind in Dakien geblieben. Wir haben nicht nur eins, sondern sechs von diesen verschiedenen Dokumenten aus Dakien. Und das bedeutet eine so starke Nummer, wenn wir denken, dass nur eine kleine Gruppe von alten Diplomen bis heute geblieben sind, nur wirklich eine kleine Prozentuelle. Diese so große sechs ist eine große Nummer für uns. Eine so große Nummer bedeutet, dass
di Palmirena, nach seine Dienst, und nach der neue Bürgerschaft in dem Provinz geblieben sind. Sie sind im Ausland geblieben. Sie haben seine Heimat gelassen, für immer, um zu sagen. Sie haben sicher neue Familien, eine neue Wohnung, eine neue Rolle in diese Realität, in diese provinzielle Realität, Norden vom Donau, Fluss, so weit von Palmira gebaut. Dann, das ist wichtig, weil ist das erste Stufe, um eine eventuelle Diaspora-Gemeinschaft zu bauen. Eine Entfernung zwischen Heimatland und eine stabile Entfernung in diesem Fall zwischen Heimatland und neue Orte, neue für die zukünftige Leben. Und in der folgenden Jahrzehnte und auch mehr als ein Jahrhundert, wir können die Geschichte dieser Menschen und seine Söhne und so weiter in Dakien erkennen. In verschiedene Orte, in dem die Palmirener und die Söhne dieser Palmirener geblieben sind. Und wir können in diese Orte, zum Beispiel hier haben wir das Castrum der palmirenische Bogenschützen in Tibiscum. Die palmirenische Einheiten waren in verschiedenen Orten in Dakien, in Tibiscum, in Porolissum und vielleicht auch in eine dritte Ort, Optatiana oder ein andere Ort. Und sie haben innerhalb des Castrum ein Sacellum, das heißt ein kleines Tempel, gebaut für seine Divinitäten. Sie haben seine Grabinschriften nicht weit von Tibiscum, auch in Palmirenisch geschrieben. Sie haben die Namen, die onomastische Elemente für lange Zeit benutzt, bis Mitte des dritten Jahrhunderts, das heißt ein Jahrhundert später, wir haben diese erste Präsenz in 120, 126 nach Christus in Dakien und mehr als ein Jahrhundert später, wir haben auch Beispiel für diese Kontinuität in dem onomastischen Aspekt, in dem Sprache und schriftliche Elemente und natürlich in diese religiöse Komponenten als Elemente für eine Einheit innerhalb dieser Gruppe. Und natürlich sind auch nicht nur in Dakien diese Elemente, diese Spuren. Hier haben wir in Rom ein Denkmal, der kommt von einem spezifischen Ort in Trastevere, in dem viele Denkmäler wie diese gefunden waren und wo man kann an die Präsenz eines palmirenischen Tempel oder eine sakrale Ort für die palmirenische Gottheit denken. In diesem Fall haben wir ein Denkmal, die ganz typisch für ein römischen Stil der Kaiserzeit, mit der Kaiserzeit scheint, aber mit ein Text, die ist auf Griechisch und unten
in zwei Linien auf Palmyrenisch geschrieben und lasse uns wissen einige Namen von den Menschen, die sagen, ein Mann, der sagt, er kommt aus Palmyra, dann ein Verbindung auch in diesem Fall zwischen Mutterland und Mann, der wohnt weit von diesem Mutterland. Das Denkmal ist zum in Palmyra Gottaiten, Aglibol und Malakbel gewidmet. Und beide, wie in dem Monument, in dem Denkmal, in der Inschrift, in dem Tempel von Misegetusa, sind als Patroiseoi gezeichnet. Das heißt, die Gottheiten, die typische vom Mutterland, aber vielleicht nicht nur vom Mutterland, typisch für eine Stamme, für eine Familie. Diese Patroi oder Patri könnte man in zwei verschiedene Wege übersetzen oder vielleicht beide diese Bedeutung innerhalb derselben Worte sind. Und ja, auch in diesem Fall haben wir zu tun mit einer palmyrenische Inschrift. Die sagt uns etwas anderes als die griechische. Und das bedeutet, diese Menschen, die wir können in dem dritten Jahrhundert datieren, diese Menschen benutzen Griechisch und Palmyrenisch, um zu zwei verschiedene Gruppe zu sprechen, um zu sagen. Es gibt Leute, die können nicht vielleicht Palmyrenisch lesen und haben einige Informationen. Das heißt, ich bin Julius Aurelius, Heliodorus, Sohn of Antiochos und ich komme aus Palmyra. Die Individuen, die Palmyrenen sind, die können die palmyrenische Schrift lesen, werden wissen, informiert, dass Jarais, Sohn of Alipus, Sohn of Jarai, Sohn of Lishamash und so weiter, hat dieses Denkmal gemacht. Das heißt, zwei verschiedene Kommunikationssysteme, zwei verschiedene Informationen und das ist wichtig, um die Natur der örtlichen Diaspora, der palmyrenischen Diaspora in Rom zu verstehen. Und andere Dokumente haben wir, verschiedene Dokumente haben wir von anderen Orten. Das ist ganz neu in den letzten Jahren in Ägypten, die Ausgrabungen entlang dieser Straße zwischen Nil und Rotem Meer haben viele neue Dokumente gefunden und zwischen anderen, wir haben die Fragmente von diesen Tuniken früher gesehen, zwischen anderen sind auch diese Objekte, auch immer Objekte eines täglichen Lebens. Diese Objekte sind Gefäße, die kommen aus Spanien, vielleicht für Öl, und aber die haben diese Inschriften, diese mit Farbe, die sind auf Palmyrenisch. Und vielleicht sind die Namen der verschiedenen Leute, die haben diese Objekte, waren seine Leben ja, in einigen Momenten benutzt. Das heißt, eine kleine kurze Identifizierung, muss ich sagen, diese Menschen haben sich
innerhalb dieses kleinen Castellum oder Ort in der ägyptischen Wüste haben sich haben die Sprache benutzt, um sich identifizieren, um sich identifizieren als Owner für diese Objekte. Okay, und dann was können wir sagen, dass von diesen verschiedenen Objekten und Gemälden wir wissen nur in einigen Fällen, was diese Individuen gemacht haben. Sie waren Soldaten, sie waren Händler in einigen Fällen, aber in anderen wissen wir wirklich nicht. Zum Beispiel in diesem Fall aus Rom. Was haben die Palmyrener in diesem Fall gemacht? Was hat Julius Aurelius Heliodorus oder Jarrai in Rom gemacht? Durch diese Dokumentation können wir nicht sagen und nur einige Beispiele haben für eine tägliche Leben zu rekonstruieren. Die Sprache, die Onomastik und die Hingabe an bestimmte Gottheiten helfen zu verstehen, ob die Autoren dieser Inschriften Palmyrene waren oder nicht. Wie können uns diese Informationen helfen, den Grad der Integration der Palmyrene in die römische Gesellschaft zu definieren? Was denkst du? Das ist der ganze schwer zu sagen, weil ja durch eine Inschrift auch in diesem Fall nicht immer können wir diese Elemente erkennen. Kommen wir zurück zum eine Inschrift wie diese, die kommt aus dem Zentrum des Reich, aus dem Kaiser, ist ein offizielles Element, dann kann uns nicht helfen, um eine Antwort zu dieser Frage zum Beispiel finden. Auch diese Elemente, zum Beispiel dieses Denkmal, kann nicht uns helfen, wenn wir zum Beispiel nur einen Teil der Inschrift haben. Aber kann sehr wichtig werden, wenn wir zwei in der Komplexität mit diesen zwei Texten ein Denkmal analysieren können. Und, aber das lasse uns mehr Fragen als Antworten. Wir können nicht sagen, wirklich, oder wir müssen verstehen früher, warum zwei verschiedene Texte in zwei verschiedenen Sprachen, die nicht dasselbe, die nicht eine richtige Übersetzung sind. Die sprechen zu zwei verschiedenen Gruppen, nicht nur zu eins. Wenn wir denken an den Diaspora, müssen wir auch denken, dass eine Diaspora sollte mehr stark sein, wenn normalerweise das Integrationsprozess klein ist oder klein oder so ein kleines Niveau bleibt. Mehr dieser Integrationsprozess sollte sich verstärken und mehr die diasporische Elemente sollen nicht mehr sichtbar werden. Normalerweise. Wir können auch denken, dass vielleicht in dem Fall von Palmyrene haben wir zu tun mit einer Doppelwege oder mit einem Filter, muss ich sagen. Einige identitärische Elemente sind ein Filter, die können
diese Integrationsprozess nicht blockieren, sondern kontrollieren. Zum Beispiel, wenn wir haben die Soldaten in Alba eine römische Einheit, was ist natürlich ein Integrationsprozess aktiv, weil die sind in eine andere Gemeinschaft benutzt als Sprache. In der Einheit für die offiziellen Aktivitäten, zum Beispiel Latein oder Griechisch im Osten, indem die Regeln sind die römischen Regeln, indem die Präfekte, die Chef der Armee römische Bürger sind und nicht Palmyrenen normalerweise. Oder wenn auch Palmyrenen sind, Palmyrenen, die schon eine Bürgerschaft haben und schon Teil von einem hohen sozialen Niveau sind. Dann natürlich die identitärische Elemente, zum Beispiel in Tibiscum, die religiöse Verbindungen, die Linke zum Mutterland und so weiter, sollen nicht allein definiert werden, sondern in diese Doppelgemeinschaft. Palmyrene und römische Armee, römische Einheit. Und etwas Ähnliches können wir zum Beispiel in Rom durch diese Monumente sehen. Hier haben wir zu tun mit einem anderen Denkmal, der kommt auf derselben Ort in Trastevere, wo dieser sakrale Ort, wo verschiedene palmyrenische Gottheiten gewidmet waren, und aber ist ein bisschen älter als der frühere Denkmal. Man kann diese Denkmal am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus datieren, und erscheint auf dieser Seite wie ein typisches römisch-lateinisches Denkmal, in Rom gebaut, mit einer Gottheit, die als typische, klassische Gottheit Sol Sanctissimus identifiziert ist, mit einigen Namen, die ja natürlich sind lateinisch oder lateinisierte Namen, aber Tiberius Claudius Felix ist ganz typisch für einen Mann aus Rom, oder ein Mann, der hat schon seit vielen Jahrzehnten das römische Bürgerrecht bekommen. Nur wenn wir auf die andere Seite gucken, können wir einen Text auf Palmyrenisch lesen. Und dieser Text, also in dem früheren Beispiel, hat einige Unterschiede, scheint einige Unterschiede im Respekt von dem ersten Text. Und diese Unterschiede lassen uns wissen, dass Tiberius Claudius Felix war in eine palmyrenische Gemeinschaft, hat so eine palmyrenische Gemeinschaft teilgenommen. Er sollte palmyrenisch vielleicht sein, und er möchte nicht Sol oder nur Sol, sondern Malakbel in diesem Fall als palmyrenische Gottheit, die mit Sol identifiziert ist, widmen. Und nicht nur Malakbel, sondern auch die andere typische in Tadmor, die andere typische in Tadmor, das heißt in der Name
originelle Name von Palmyra, Gottheiten. Und etwas wie die Patroiseoi, die wir vorher gesehen haben, dann die Gottheiten von Tadmor oder von Palmyra. Dann wir haben dasselbe zweite Doppel-Kommunikationssystem und man kann über eine Integration zwischen die diasporische palmyrenische Gemeinschaft und die römische größte Gemeinschaft sprechen. Weil in dem lateinischen Text diese Tiberius Claudius Felix sagt uns, dass er war erat in dem Calbiensis, in dem Kurs, im dritten Kurs der Calbiensis gearbeitet. Das heißt, er sollte auch Teil einer anderen Gemeinschaft, eine Arbeitergemeinschaft sein, eine Gemeinschaft von Leuten, die innerhalb einer spezifischen Ort, die Aurea Galbeana, gearbeitet haben und die in Cohortes, in Gruppe verteilt waren. Und das heißt, hier haben wir zu tun mit zwei, drei verschiedene Gruppen, in dem die das Integrationsniveau sollte natürlich mehr oder weniger stärker. Er ist innerhalb einer palmyrenischen Gemeinschaft, innerhalb einer römischen Arbeitswerkgemeinschaft, innerhalb einer größeren römischen Stadtgemeinschaft. Er ist Römer, Bürger, in derselben Wege kommt aus Palmyra. Dann das Integrationsprozess können wir in verschiedene Stufen sozusagen verteilen. Und, aber wir wissen nicht oder wir perzipieren nicht, welche Grenze zwischen diesem Niveau war. In einigen Fällen sind Grenze oder nicht. In diesem Fall sind Grenze oder nicht. Es war ganz typisch für Tiberius Claudius Felix, mit Palmyrener Sprecher auf Palmyrenisch sprechen und für die Palmyrener auf Palmyrenisch schreiben und ganz typisch Lateinisch benutzen, wenn er zu tun mit anderen Kollegen in dem Kurs, dritten Kurs gearbeitet hat, auf Lateinisch sprechen und auf Lateinisch schreiben. Er hat sich mehr als Latein oder mehr als Palmyrener sich gefühlt. Ja, wenn wir denken an diese Seite, können wir, er war ein Römer. Wenn wir denken auf diese andere Seite, wir müssen denken, er war Palmyrener. Dann müssen wir vielleicht hier sehen einen typischen Effekt der römische des römischen Reiches. Das heißt, wir haben zu tun mit eine oder verschiedene, viele andere diasporische Gruppe, die wohnten innerhalb eines Reiches, der multiethnisch war, multikulturelle, der keine nationale Einheit hatte und der verschiedene
seit Anfang des Römischen Reichs, ja, vielleicht nicht immer, aber in besonderen Momenten, verschiedene Niveau für eine Paulus von Tarsus denken. Er war ein Griechischer, ein Grieche. Er sollte aus, er ist in Tarsus in Kilikien geboren und dann er war Bürger von Tarsus. Er hatte eine besondere, vielleicht familiäre Judentradition, als religiöse Tradition. Er war für Familien, er sagt, römische Bürger auch, dann eine Doppelbürgerschaft in Tarsus und Rom, Doppelkultur vielleicht, griechische Kultur und im Teil auch lateinische Kultur und eine andere Religion, die nichts zu tun mit die normale griechische und römische Kultur hat, auch wenn interagiert mit diesen Kulturen. Und er hat auch einen Wechsel. Er ist christlich geworden. Dann hat er seine frühere Religion gelassen. Dann haben wir dieselben Elemente, die wir können in dem Fall von die Palmyrenen finden. Religiöse Elemente, eine Ursprung aus einer Stadt, die eine griechische Tradition hat, innerhalb eines griechischen Reiches, hellenistischen Reich, aber auch eine lokale Ursprung aus Palmyra. Und man kann zwei verschiedene Sprachen benutzen, zwei verschiedene Kulturen und verschiedene Niveau für eine Interaktion zwischen seinen ursprünglichen Elementen und die Elementen in dem Kontext, in dem diese Leute gelebt haben. Sie haben sicher religiöse Elemente, sprachliche Elemente, um eine Einheit innerhalb der palmyrenischen Gemeinschaft der Diaspora zu verstärken, aber auch die andere sprachliche, religiöse Elemente, klassische, römische oder griechische Elemente benutzen, um sich als Teil einer hellenistischen, griechischen, römischen Gemeinschaft zu schauen. Abschließend noch eine kleine Frage aus Neugier. Was ist deiner Meinung nach die repräsentativste Inschrift der palmyrenischen Diaspora? Ja, danke, Antonietta. Ja, es ist schwer. Ich habe für lange Zeit gedacht, dass vielleicht die nicht nur eins, sondern die verschiedenen Denkmäler und Inschriften, die zu tun mit Publius Aelius Thames in Salmis Egetusa, die wichtigste waren, um einige Aspekte, natürlich nicht alle, der palmyrenischen Diaspora zu verstehen. Aber wenn ich sollte nur ein Inschrift oder nur ein Denkmal, denke ich, dass der wichtigste ist dieses Denkmal aus Nordbritannien, aus South Shield. Ist ein Denkmal zu einer Frau, eine gestorbene Frau gewidmet, Regina, mit einem Doppeltext aus Lateinisch, auf Lateinisch und auf Palmyrenisch. Und es kommt, ja, von, entschuldigen, alle weg. Es kommt von einem Ort, South Shield, die am Ende, das Hafen,
das System des Adriatische Wall in Nordbritannien war. Und das heißt, wir sind wirklich auf die andere Seite der römischen Welt für ein paar Millennien. Und wir können verstehen die Überraschung, wenn am Ende des 19. Jahrhunderts man hat diese Steine gefunden in South Shield, not in dem sepulcrale Area aus dem Westen der Stadt, der alten Stadt. Und ja, warum ist für mich so wichtig, muss das? Wir haben einen Kurztext, aber in dem verschiedene Elemente zusammen sind. Und wir können diese Elemente zusammen mit diesen ikonografischen Augdaten lesen. Weil das Monument ist ein sehr teuer Monument, ein auch elegant und nicht typisch zwischen die Monumenten in Britannien. Es gibt nur ein paar andere Beispiele und vielleicht ein von diesen kommt auf denselbe Werker. Dann war ganz in der Nähe gefunden. Und einige Elemente in der Beschreibung der Frau, in der ikonografischen Beschreibung, sind nicht typisch in den nordischen Provinzen, sondern haben spezifische Verbindungen mit den ikonografischen Elementen in Palmyra. Das heißt, wir können sagen, durch die Elemente, die zum Beispiel hier sind, auch diese Sitz ist nicht typisch für die Region. Hier, ja, das Pindel, und weiß nicht auf Deutsch, wie könnte man diese Instrumente beschreiben, aber diese finden wir in viele funerarische ikonografische Elementen, Dokumenten aus Palmyra, in der Frau-Ikonografie in Palmyra. Das heißt, diese Frau ist wie eine Frau in Palmyra identifiziert oder darstellt, nicht identifiziert, darstellt. Vielleicht auch, ja, es gibt in dem Kopf, ist weit, ist verloren, aber vielleicht auch diese Decke für die Haare hat einige Beispiele in Palmyra. Aber wenn wir lesen unseren Text, wir können dann denken, ist eine Frau aus Palmyra. Aber es ist nicht so. Regina, die Frau, ist eine Liberta und Frau von Barates. Barates kommt aus Palmyra, Palmyrenus als Nazio. Aber Regina ist eine Catuallauna oder Catuvellauna, das heißt eine Frau, die kommt auf eine lokale Tribu, eine Stamme, nicht vom Ort. Die Catuallauni waren in Zentrum Süden Britannien, das heißt, sie auch hat mit Barate eine Reise gemacht, um zu sagen, von seine Land, Heimatland bis zum Ende des römischen Reiches gemacht. Dann Barate als Palmyrenus möchte seine Frau als palmyrenische Frau darstellen. Und unten können wir Schrift lesen. Regina die Liberta von Barates war. Nur das, auf Palmyrenisch. Nur das
Es gibt keine Übersetzung für seine Rolle als Frau von Barathes. Und, aber ist das schon genug? Weil warum Barathes hat das eine Schrift auf Palmyrenisch? Ihr in diese Denkmal gelassen. Hat er allein geschrieben oder hat ein Steinwerker das Stein, ja, da, diese Inschrift auch gemacht? Könnte dieser Steinwerker Palmyrenisch schreiben? Dann war er auch aus Palmyra. Und wer sollte diese palmyrenische Inschrift lesen? Wir müssen denken, sollen in diese Area, in diese Gebiete, andere Leute aus Palmyra. Wir müssen denken, sollte auch ihr in diese Grenze des Römischen Reiches, sollte eine kleine Gemeinschaft, eine kleine palmyrenische Gemeinschaft, der hatte sich als Identitätselemente eine Verstärkung innerhalb zu organisieren, die Sprache benutzen, seine einheimische Sprache. Die hat vielleicht andere Denkmäler wie diese gebaut, die in der Tradition von Palmyra kommen, nicht von örtlicher Tradition oder römischer Tradition zu tun haben. Dann, ich finde diese Denkmäler interessant, weil wir haben ein Treffen zwischen diesen verschiedenen Integrationsniveau. Barathes, er sagt nicht, er hat nur diesen Namen gelassen, dann wir wissen nicht, wenn er ein Soldat war oder nicht, ein Händler vielleicht, oder was sollte Barathes machen in Britannien. Und Barathes war ein römischer Bürger oder nur ein Peregrinus? Wir wissen nicht durch diese Schrift, aber wir wissen, dass es war eine Integration zwischen Catuellauni, so örtliche Einwohner, und Leute, die aus weit aus andere Regionen, aus andere Länder kommen. Es gibt eine Integration, der hat auch zum Beispiel ein kulturelle als kulturelle Integration sehen, der Mischung der Ikonografie, wo sicher einige Elemente aus Palmyra kommen, für eine Frau, die nicht von Palmyra kommt. Dann, es gibt dieses Doppelniveau, wie in Rom zum Beispiel, in der Sprache. Lateinisch sagt uns etwas, die palmyrenische Schrift sagt uns etwas anderes oder in eine andere Wege. Und ja, wir können nur durch diese Denkmal diese Gemeinschaft kennen. Aber wie gesagt, wir haben ein anderes Denkmal, der kommt von derselben Gebiete. Ganz in der Nähe, heute beide sind in dem Museum in South Shield miteinander. Und der hat sicher derselbe Handwerker gemacht. Das Monument war für eine Leute, der sollte aus Mauretania kommen, aus Nordafrika kommen, so eine andere Region. Aber der Handwerker ist dasselbe und vielleicht und hat dieser Mann in derselben
posture, in derselbe iconografische, in derselbe iconografische Charakteristiken der Menschen in dem funerarischen Denkmäler in Palmyra gezeichnet. Das heißt, auch in diesem Fall ein Handwerker, sicher aus Palmyra, Palmyra hat Menschen und Frauen, die nicht aus Palmyra waren, als palmyrenische darstellt. Nur natürlich, um zu sagen, dass in diese Gebiete sollen mehrere palmyrenische Handwerker und nicht. Und nicht, far von, nicht weit von Southshield ist eine andere Inschrift, nur eine kleine Inschrift, in diesem Fall eine Grabinschrift, in dem ist ein Name Barates benutzt. Wir wissen nicht, sicher ist nicht derselbe Mann, weil dieses Monument, dieses Denkmal ist wirklich ein teuer Denkmal und dieses andere zweite Denkmal nicht so teuer ist und vielleicht eine andere Limbo. Aber diese zweite Barate war ein Vexillarius, das heißt ein Soldat in dem römischen, in eine römische Einheit in diese Gebiete. Dann können wir durch diese verschiedenen Elemente eine Idee über nicht nur eine isolierte Präsenz, sondern eine kleine Gemeinschaft, die durch ikonografische Elemente, religiöse sicher auch Elemente, durch Sprache und Onomastik versucht hat, versucht seine Identität, palmyrenische Identität in der Zeit auf an diese Grenze der römischen Welt zu etablieren oder zu verstärken. Dann, ja, auch wenn manchmal nur mit einem kleinen Denkmal oder einem isolierten Denkmal zu tun haben, können wir viele verschiedene Elemente, um eine Diskussion, eine Reflexion über die Bedeutung der Diaspora und die Bedeutung oder die Modalitäten dieser Diaspora und die Bedeutung der Phänomen der Integration zwischen verschiedenen Komponenten, ethnische, kulturelle Komponenten, zu erklären oder versuchen zu erklären. Mit diesen zwei enigmatischen Figuren von Regina und Barates sind wir jetzt am Ende. Stefano, herzlichen Dank, dass du an unserem Projekt Alte Geschichte im Dialog teilgenommen hast und dass du das auf Deutsch gemacht hast. Ich danke dich. Ja, ich weiß, dass meine Sprache, deutsche Sprache, ganz schlecht ist. Und, ja, das heißt, viele Aspekte vielleicht nicht komplett klar sind, aber ja, vielleicht, ich hoffe, dass können wir in Zukunft die Möglichkeit in Präsenz darüber zu sprechen, wenn diese Gesundheitsprobleme eine Lösung, einmal diese Gesundheitsprobleme eine Lösung gefunden hat in Zukunft, ich hoffe, ganz schnell. Aber ja, ich hoffe das auch und wirklich vielen Dank, es war alles sehr klar und an unserem Publikum sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.